Hi, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Wir sind im Haus, wundert euch nicht. Wir sind fast länger im Auto gefahren, deswegen habe ich meine Brille an. Ich ziehe die mal aus, aber jetzt habe ich dann so einen Abdruck hier auf der Nase. Egal. Wir sind gerade am Haus vorbeigefahren und sind jetzt auf dem Weg nach Holland. Wir wollen in diesen Wohnboulevard in Herlen. Genau, ich wollte euch ein bisschen was vom Haus zeigen. Unsere Wände sind komplett verputzt und sieht einfach so anders aus. Bald kommt der Estrich und jetzt gerade haben wir auch schon gesehen, dass unser Garagentor schon eingebaut ist. Cool, wir haben sogar schon unser Garagentor. Das ging ja jetzt mal mega schnell, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das schon eingebaut ist. Die Garage sieht aber schon komplett fertig aus, also Hammer. Voll die Überraschung mit dem Garagentor, oder? Ja. Ja, es trocknet natürlich noch durch, aber die hellen Stellen sind ja schon relativ trocken und der Putz fühlt sich auch richtig weich an. Krass, wie feucht das hier noch ist an der Wand, ne? Ja. Ja gut, hier steht halt auch wenig Sonne drauf, ne? Hier in dem Mauerwerk, also wo jetzt noch keine Folie vorm Fenster war, war auf jeden Fall, ist mittags, glaube ich, Sonne oder so. Hier kommt man noch mal in den Hauswirtschaftsraum. Hier sieht natürlich momentan echt crazy aus, aber irgendwie hat alles schon so seinen Platz gefunden. Hier kommen ja unsere Waschmaschine und Trockner hin. Hier ist unser Wäscheschacht. Warum ist es denn so dunkel? Ja, hier ist unsere Haustechnik und hier Fußbodenheizung. Ich bin so verliebt in unseren Abstellraum. Der ist so groß, wirklich. Alex muss mal die Kamera halten, dann kann ich euch mal zeigen, wie das ist. Also der ist riesig. Wenn, keine Ahnung, auf welche Wand so ein Billigregal machen, dass wir die Schuhe da reinstellen können und ansonsten halt so Jackenaufhängung. Hier ist richtig Feuchtigkeit an der Wand, ich will auch nichts anfassen. Und irgendwie ist es voll anders, weil die Fenster sind abgedeckt und jetzt sieht der Flur schon so, ja, so wirklich wohnlich aus. Unser Bad sieht gerade richtig schön blau aus in der Folie. Ja, hier hat sich nichts getan. Ich gehe mal hoch. Hier sind unsere ganzen Steckdosen schon manchmal. Also die Schalter, die Buchsen. Ja, richtig gut. Also hier der Flur sieht auch schon richtig nice aus. Wie alles aussieht wegen den Folien. Ja. Kinderzimmer, aber die Aufteilung kennt ihr ja eigentlich mittlerweile. Hier ist nochmal Schlafzimmer, das sieht man auch ganz gut an den Steckdosen, die da an den Seiten vom Bett sind. Auch schon überall Fensterbänke. Nein! Genau, die sehen so aus, als so ein Naturstein. Jetzt ist erstmal meine Brille hier wieder hoch. Hier ist das Bad. Ja. Ich bin so gespannt mit dem Wäscheschacht, wie das dann funktioniert. Und das andere Zimmer. Ja, Arbeitszimmer und Ankleidezimmer. Yes. Sollen wir nochmal hoch? Ganz hoch? Also hier wird auf jeden Fall richtig spaßig zu streichen. Wie hoch ist das? 5 Meter? Das wird ja zu, ne? Ja. Ah, okay. Schau mal, wie das getroffen kann, wie man mal zu. Ach, krass. Ja, hier wird es jetzt sehr dunkel. Ist alles zu. Oh, die Kamera kriegt das sogar richtig gut hin. Ja, das wird hier erstmal ein bisschen vernachlässigt. Das machen wir natürlich später dann. Erstmal sind wir froh, wenn wir unten alles parat gemacht kriegen. Ja, das war's eigentlich schon. Die Holländer haben einfach mal so schöne Wohnsachen. Guck mal, der Stuhl da hinten aus Kork. Und dieses Lounge-Set ist auch voll geil. Ich würde am liebsten diesen Stuhl kaufen. Oh Mann, ey. Ich würde hier am liebsten alles kaufen. Es gibt einfach so schöne Sachen in Holland. Auch die Tapeten und so. Also die haben echt richtig coole Wohnstile. Gibt es auch so viel Auswahl, also
richtig schön. Wir sind gerade mal im Einladen, also richtig gut. Yay, wir waren noch was essen und ich habe einfach vergessen weiter zu filmen. Ich habe, glaube ich, einen ganz kurzen Ausschnitt gefilmt, aber ja, da war schon die Hälfte weg. Also wir haben uns richtig geil Sushi bestellt und noch ein bisschen Hähnchen und so. Ja, dann waren wir jetzt sogar noch auf den Palawiesen. Die Sonne scheint heute richtig schön, also es ist auch richtig angenehm warm und wir wollten das Wetter noch ein bisschen ausnutzen und hatten auch zufälligerweise die Picknickdecke im Auto und haben uns jetzt noch ein bisschen hingesetzt und ja, jetzt fahren wir nach Hause und ich wollte euch, glaube ich, zu Hause noch irgendwas zeigen. Wir haben nämlich irgendwas bestellt. Ich glaube aber auch, was Cooles kommt morgen. Ich habe nämlich einmal Laminatmuster noch bestellt für die Schlafräume. Und dann haben wir noch so ein Muster bestellt für unsere Küchenrückwand. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, dass wir uns eine Küche beim, ja, vom Küchenbauer, sage ich mal, bestellt haben. Also wir haben uns jetzt doch gegen eine IKEA-Küche entschieden. Ich glaube, das erzähle ich euch einfach morgen in Ruhe, weil es jetzt auch irgendwie so laut ist im Auto. Ja, ich würde sagen, bis morgen. Ja, es sind jetzt schon ein paar Tage vergangen, wo ich gesagt habe, ich melde mich morgen. Ich wollte euch ja noch ganz kurz erzählen, passend, wo ich jetzt hier in der Küche sitze, sorry für den Hintergrund, aber ich wollte euch ja noch ganz kurz erzählen, dass wir uns ja eine Küche jetzt doch bestellt haben, anstatt die IKEA-Küche, die ich euch ja in der Planung gezeigt habe, zu kaufen. Und zwar war das jetzt ganz spontan, also die Möbelgeschäfte haben ja wieder aufgemacht und haben ja dementsprechend, dass die so lange zu hatten, einfach auch ein paar Angebote gehabt und da hat uns ein Angebot super zugesagt und wir haben dort unsere Küche geplant und ja, sind halt jetzt einfach mega happy, dass uns die Küche aufgebaut wird, die wird uns geliefert, die kommen zum Aufmaß und wir müssen halt die E-Geräte selber anschließen, das ist aber kein Problem, aber die schneiden auch auf jeden Fall alles so von der Arbeitsplatte raus. Aus der Arbeitsplatte raus, dass wir das dann einlassen können. Die setzen die Arbeitsgeräte, die E-Geräte auch ein, aber die dürfen die halt nicht anschließen, wegen der Garantie, die dann irgendwie über die laufen müsste, genau. Ja, und wir sind super happy. Wir sind jetzt zwar ein bisschen teurer dran, aber dafür haben wir einfach mega den Service, sag ich mal, und können einfach nur zugucken, ja, wie unsere Traumküche aufgebaut wird. Und wir haben halt jetzt auch einfach eine schwarz-matte Front mit einer Griffmulde, also die ist grifflos. Das hätten wir beim IKEA ja nicht gehabt, also da gibt es ja keine schwarze Front, die eben grifflos ist und ja, also alles perfekt. Ja, ich kann euch mal Bilder einblenden. Wir haben einfach, glaube ich, so 11,50 Meter oder keine Ahnung, 11 Meter, 12 Meter Küche und wir werden Side-by-Side Kühlschrank kaufen. Der wird auch richtig schön oben verblendet, also verkoffert. Und ja, einfach ein schönes, großes Kochfeld. Die Küche sieht auf den Fotos ein bisschen kleiner aus. Also der Durchgang in der Mitte ist 1,20 Meter. Das ist eigentlich gängig und ja, klar, ist jetzt nicht riesengroß, der Durchgang, aber ist auf jeden Fall ausreichend. Wir haben ja halt einfach das Haus so geschnitten, dass das eben in der Mitte nur 1,20 Meter sein kann. Und das Coole ist auch, dass wir so einen gesamten Schrank dann in der Mitte haben. Der ist halt wirklich groß, 1,20 Meter. Schrank mit Schubladen. Da freue ich mich einfach total drauf und ja, generell einfach super. Wir machen ja sehr viel im Haus noch selber, also wir werden das ja im Rohbauzustand übernehmen und werden dann noch selber streichen, selber die Böden verlegen, müssen die Wände schleifen und ähnliches und alles grundieren. Und ja, da ist es, denke ich, sehr gut, wenn man dann einfach nur zugucken muss, wie einem die Küche aufgebaut wird in ein paar Tagen oder vielleicht sogar in einem Tag, ich weiß nicht genau. Und nicht wie bei IKEA dann einfach wochenlang da hängt und sich die selber aufbaut. Genau. Trotzdem bin ich nicht gegen IKEA-Küchen, wir haben ja selbst jetzt gerade eine und sind zufrieden, wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Was ich euch noch zeigen kann, also ja, wir werden eine schwarze Front nehmen, habe ich erzählt, und die Arbeitsplatte wird in so einem Steinmuster, ich kann euch das mal einblenden. Wir denken, dass es ganz gut ist, wenn wir eben eine helle Arbeitsplatte nehmen. Und dazu habe ich jetzt noch zwei Muster bestellt, weil ich jetzt vielleicht doch davon weg bin oder wir davon weg sind, dass wir die Rückwand fließen möchten, ja, weil das, glaube ich, besser aussieht, wenn man so ein Glas hat, also damit man auch keine Fuge und sowas hat, haben wir uns jetzt zwei Glasmuster bestellt. Das ist einmal hier so ein Cremeweiß, genau, das ist von Spiegel 21, keine Werbung, also selber gekauft und die werden wir, denke ich, auch da selber bestellen. Cremefarben, einmal ein Glasmuster und einmal in Alpinweiß und wir werden sich sehr wahrscheinlich Alpinweiß nehmen. Ich dachte, das Creme sieht gut aus, weil wir ja so ein bisschen eine cremefarbene Arbeitsplatte haben, also da ist ja so ein bisschen beige und sowas drin. Hier seht ihr mal den Unterschied von den beiden Tönen.
Aber ich glaube, das ist einfach zu viel. Unsere Wand wird ja weiß. Dann würde dieser Cremeton kommen und dann diese cremefarbene Arbeitsplatte, dann eine schwarze Front und dann noch so einen Holzboden. Und ich denke, dass bei einer weißen Wand ein weißer Fliesenspiegel bzw. eine weiße Glasrückwand einfach besser aussieht. Genau, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Wir haben Huch auch schon einen Wasserhahn bestellt. Der ist auch schon angekommen und der ist wirklich sehr schön. Ich drehe das mal hier um. Generell interessiert euch ja eigentlich immer, was wir so schon bestellt haben fürs Haus. Kriege ich auch immer wieder Anfragen, also beziehungsweise Fragen auf Instagram. Was habt ihr so gekauft? Ja, der Wasserhahn ist echt schade. Den gibt es ja da aktuell nicht mehr bei Amazon. Den gibt es noch in Schwarz, glaube ich, aktuell. Und in Silber, aber nicht mehr in Gold. Und ich möchte ja goldene Details in der Küche haben. Und deswegen auch der goldene Wasserhahn. Das Coole ist, dass der halt aber auch so ein paar silberne Elemente hat. Also der Schlauch ist ja silber. Und ich denke, dass wenn man dann eben auch am Herd und so ein paar silberne Sachen hat, dass es ganz gut passt, wenn das eben nicht komplett Gold ist. Ja, war jetzt nicht der teuerste, seit 85 Euro gekostet. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht wirklich lange hält, aber ich finde es einfach super schön. Und fürs Erste wird es reichen. Und ich freue mich schon, wenn wir den anschließen können. Und der einfach unsere Küche so mega verschönert, dass es wird einfach nur traumhaft. Dann haben wir uns eine Klinge bestellt. Ich finde die super schön. Also die leuchtet, die ist mit so einem Beleuchtungsanschluss und ja, dazu haben wir noch ein passendes Namensschild bestellt. Ich kann euch mal einblenden, wie unser Briefkasten und unsere Haustür aussehen wird. Und ich hatte den Briefkasten auch bei Amazon bestellt. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Genau, habe ich in derselben Schriftart dann einfach nochmal so ein Namensschild für den Briefkasten bestellt. Und ja, das ist, glaube ich, alles in der Farbe Rahl 7016, das ist ja dieses Anthrazit und damit wird auch unser Sockel gestrichen und unsere Haustür ist damit und unser Garagentor. Yes, das hat sich so bisher getan und ja, also so langsam nimmt alles ein bisschen Form an. Wir versuchen es natürlich trotzdem zurückzuhalten, aber ein paar Sachen muss man einfach früh genug klären. Ja, gerade mit der Küche und so, das muss ja vorbestellt werden, das dauert ja auch immer, bis sie dann einfach final bei uns dann ankommt und ja. Also alles läuft momentan echt wie am Schnürchen und wir sind super happy. Unser Estrich kommt jetzt auch bald rein und dann werde ich euch wieder mitnehmen. Dann kann ich euch auch noch mal ein bisschen mehr vom Haus zeigen. Das waren jetzt nur so kurze Einblicke. Und ja, ich wollte auf jeden Fall auch eine Rohbau-Roomtour machen, Rohbau-Haustour, dass ihr das Haus mal komplett im Rohbauzustand seht. Beziehungsweise, ja, ihr habt es ja schon mal gesehen, wo halt einfach nur Stein auf Stein bisher steht und dass ihr dann nochmal einen Einblick bekommt, wie es eben ja, nach Estrich aussieht. Oh, ja. Und ich hoffe, das wird schon bald sein. Ich hoffe auch, der Vlog hat euch gefallen. Viel habe ich euch natürlich heute nicht mitgenommen. Ich weiß auch nicht. Diesmal war es eher mehr ein Laber-Vlog. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ansonsten denke ich, werden die nächsten Vlogs wieder ein bisschen spannender und auch mehr, dass wir mehr unterwegs sind und euch mehr zeigen können. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch, wenn ihr mir bei Instagram folgt, da bin ich sehr aktiv. Da seht ihr auch noch mal ein paar mehr Einblicke. Da könnt ihr auch in den Highlights schauen. Da haben wir auch viel zum Hausbau gefilmt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.